So, ja, oh. Und plus 2 plus 2. Ja, womit denn hieß? Er spielt Flame Cannon, mehr nicht. Er hätte noch einen Arcane Golem gebraucht zur Flame Cannon. Und bisher habe ich ihn immer nur einen Arcane Golem spielen sehen. Die Synchronstimme von Antonidas. Aha. You require my assistance. Nee, ich habe eine viel zu hohe Stimme dafür. Ich kann das nicht. So, der spielt, das klingt ziemlich aggressiv mit plus 2, plus 2. Nee, der erste spielt kein Dragon's Breath. Der zweite hier, der hat Dragon's Breath, glaube ich, gespielt. Der erste hat nur Flame Cannon gespielt. Also Dragon's Breath habe ich zumindest vom ersten die Spiele eben nicht gesehen. Ja, das könnte sein, Swasmaticus, das könnte durchaus sein. Den haben wir ganz gut gehabt mit Friesen. So, jetzt bin ich am Überlegen. Ich glaube, ich möchte dagegen einen Warlock basteln, weil mit dem Swappen und so sind eine Ruby und Eggs gut. Was ist das hier eigentlich für ein Deck? Ach, das war der Combo-Parler. Der ist auch ganz witzig. Der ist auch ganz witzig. Das kann weg. Hey, Critical! Wunderschönen guten Abend, schön, dass du da bist. Haben wir unter 1 Neues. Oh, das sind die. Ich dachte unter 1. Na, ich weiß nicht, ob ich zwei Healbots möchte, aber. Aber wenn wir Mistress of Pain haben, brauchen wir eigentlich keine zwei Healbots. Nehmen wir noch einen Demon Heart mit.
Ich habe halt leider keine Moltens. Ach so, klar. Argus und so. Argus und Sunfury Protector, wenn wir. Spielt der Big Shit? Wollen wir auch noch einen BGH haben? Ich glaube nicht so, aber die kriegen halt alle plus 2, plus 2. Haben wir noch Abusives als Activator? Haben wir auch einen Mortal Coil haben? Ich denke, wir wollen vielleicht doch einen zweiten Healbot haben. Ich möchte nur einen Doomguard, weil wenn, dann soll er aus dem Voidcaller rauskommen. Vielleicht wollen wir einen zweiten Defender haben. Okay. Ja, ich denke, wir packen noch einen Dr. Balanced rein. Und Sludge-Belcher. Vielleicht ist ein Sludge-Belcher auch zu wenig. Würde ich was rauspacken für einen Sludge-Belcher? Vielleicht den Void Terror. Aber dann könnte das ein bisschen wenig Burst sein. Ja, ich denke, es ist trotzdem besser. Obwohl. Wir, denke ich, noch Imp-Gang-Boss haben wollen. Reicht eine Shadow Flame? Vielleicht wollen wir nicht mal Demon Heart haben. Und lieber noch eine Shadow Flame. Ja, wir probieren das hier mal. Wir probieren das mal. Hey Morkan, wunderschönen guten Abend. Selbst wenn ich den goldenen, also wenn ich einen normalen entzauber, ist das nur ein halber Molten Giant zum Erdzaubern? Wenn ich den goldenen entzauber, ist es ein Molten, das stimmt.
Aber zwei kriege ich dann nicht raus. Aber ich entzauber grundsätzlich nichts, was ich nicht auch doppelt habe. Weil man nie weiß, für welche Decke den man am Ende doch einen Clockwork Giant haben möchte. Also ich habe schon Decks mit Clockwork Giant gespielt, so ist es nicht. Und hey, Rigor Mortis. Ja, Dr. Balance ist halt gut. Ist halt so. Man kann davon halten, was man will, aber eine gute Karte ist es. Und ich glaube, inzwischen hat ihn ja auch eigentlich jeder. Also ist es ja jetzt kein großer Nachteil mehr. Und wenn ich Abenteuer spiele, ist es eh egal. Versus Maloriac. Ja, ich habe zwei normale, einen goldenen. Das stimmt. Ich würde da, wenn ich alle drei in Zauber kriege, kriege ich genau zwei raus. Das ist ziemlich balanced. Oh mein Gott. Ich sag schon mal GG. Sehr liebenswürdig von dir. Sollen wir hier direkt die Shadow Flame einsetzen? Sieht so aus, als sollten wir das tun, ne? Alter Schwede. Okay, es ist keine Mirror Entity. I can ease your pain. Ist wahrscheinlich, Counterspell. Das ist gut. Ein Duplicate, fuck. Ich hätte den zuerst umbringen sollen. Got this.
No! Ja, ich fürchte fast, dass Mal'Ganis, also dass ich gerade meine beiden Win-Conditions, Mal'Ganis und Mistress, verloren habe. Ich meine, eine Mistress habe ich noch, aber trotzdem. Das ist so fucking. Ja, es wird ein Counterspell sein. Ob das noch ein Duplikat ist? Are you fucking serious? I have no time for games. Ach du Scheiße. Wir haben noch eine Shadow Flame. Aua. Da ist sie. Okay, wenn es ein Counterspell ist, haben wir verkackt. Ich fand's nicht wahnsinnig schlecht, aber der Gegner ist schon ziemlich sick. Es ist schon ziemlich sick, was er da spielt.
Leute, wir machen ein Pack Opening. Mir fehlt ja auch noch Ayaraxus und Alexstrasza. Das sind ja noch so zwei Legendaries, die ich haben will. Und wir wollen Multens für dieses Deck. Von daher ist es Zeit, mal wieder ein paar Packs zu sagen. Ich meine, ich habe auch 2000 Gold. Ich könnte mir auch ein paar so holen. Nö, wir kaufen uns mal wieder welche. Ist es okay. Wie viele möchte ich denn? Ja, komm, machen wir es, Max. Die Bosse hören mit. So, ja, deswegen haben wir uns auch Classic Packs geholt, weil Classic fehlen mir halt die Legis. Sorry, Dream. Ist ja auch mit ein Grund, warum ihr mich so selten seht, ne? Weil ich so viel arbeiten muss. Für jede Legend ein Giveaway, genau. Selbst wenn nichts drin ist, dann haben wir immerhin Dust, um uns die Multens herzustellen. Also bisher war nicht wirklich nichts sehr Überzeugendes dabei. Okay, zwei. Drei Legis wäre so der goldene Schnitt. Man sagt ja, alle 20 Packs ist eine Legi. Und was soll ich dann bitte giveawayen? 60 Packs oder was? Also bisher, Leute, na gut, wir haben auch erst das siebte Pack. Noch nicht mal eine goldene Karte war bisher dabei, ey. Ich muss meinen Salty vom Durchschnitt abziehen. Wow, Spasmaticus. Das ist ziemlich lucky. Ich hatte noch nie wirklich einen tollen Schnitt bei Legendaries und Packs. Aber den Standardschnitt hatte ich schon mal. So, die ersten 10 sind durch und wir hatten, glaube ich, 3 epische. Oh, eine goldene. Armani Berserker habe ich sogar, glaube ich, schon einen goldenen einmal mindestens. Obwohl ich nicht viele goldene Karten habe, wirklich nicht, aber ich glaube, der Armani Berserker ist schon dabei. Okay, noch eine epische. Ein Mountain Giant. Die Mountain Giants habe ich doch. Genau. Goldene Whisper. Super geil. Ich will Molten Giants. Ich hab Tyrion schon. Kannst mich dann gerne hassen, aber ich hasse mich dann selbst. Tyrion habe ich und Tyrion ist eine der Legendaries, die ich gecraftet habe. Die ich nicht aus dem Pack bekommen habe. Also ich habe nicht so viele mir hergestellt. Also hergestellt habe ich mir Dr. Boom, Ragnaros und Tyrion. Ich glaube, das war's. Den Rest habe ich aus Pax. So, Leute. 5 Karten noch, um den Schnitt zu erfüllen. Okay, Tyrion in Golden. Das wäre fett.
Ah nee, genau, Neptulon habe ich mir auch gecraftet. Und Neptulon habe ich 2 Wochen später in einem Pack aufgemacht. Nee, 1 Woche später in einem Pack aufgemacht, nachdem ich ihn mir gecraftet habe. Das war geil. Ja, da ist sie endlich, ey. Und dann ist es auch noch ein schönes Pack, ey. Alter, Alter. Okay. Ein gutes Pack. Molten? Nope. So, was wird es sein? Onyxia! Onyxia habe ich nicht, glaube ich. Nee, ich glaube, Onyxia habe ich tatsächlich nicht. Aber Onyxia war mir auch nie so wichtig. Danke, danke. Jeder hat Tyrion, ja. Ja, stimmt. Du für Druide, Power of the Wild, ja. So, liebe Grüße von Cataldo, wie ihr seht. Ysera will ich auch haben. Ysera will ich auch haben. Okay, Molten, Molten, Molten. Damn it. Hab ich doch. Das wird jetzt nicht geschüttelt. Weder geschüttelt noch gerührt. Okay, 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 ich muss sie schütteln, ich weiß es. Schüttel, 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 schüttel. Baba. Und? Golden Repentance, Secret Keeper. Auch Secret Keeper hatte ich schon in Golden, habe ich aber, glaube ich, wieder entzaubert. Hier, damit Heath es auch lesen kann. Also ganz ehrlich, die Packs müssen sich um den Schnitt zu halten. Okay. Alter, das sah... Ohne Scheiß, als ich diese Karte umgedreht hat, habe ich mir das eingebildet oder hat die ganz kurz wie ein Molten ausgesehen? Das Spiel verarscht mich doch, oder? Als diese Karte sich umgedreht hat, hat die ganz kurz wie ein Molten Giant ausgesehen. Unbelievable. Ja, Dream, du hast es auch gesehen, oder? Ohne Scheiß, das Spiel verarscht mich. So, es müsste jetzt bald die zweite Legendary kommen. Alter, komm. Das ist doch schon der zweite Pitlord. Gib mir meine Moltens.
Salt abziehen, ja. Und ohne Scheiße, wie viele Twilight Drake ist das, den wir ziehen? Obwohl, wir könnten in das Deck auch Twilight Drakes packen, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Und das Handlockiger spielen. Lockiger. Locke. So salty bin ich heute doch gar nicht. Ich bin doch heute voll gut drauf, Leute. Voll gut drauf bin ich. Aber ich will eine Legendary bekommen. Grumblatt OP. Headcrack. Ich glaube, Headcrack könnte ich sogar tatsächlich nur einmal haben. Wisst ihr eigentlich, dass früher Headcrack eine Weile lang mal richtig von viel von allen Rogues gespielt wurde? Ich glaube, Headcrack hat damals einen Mana weniger gekostet. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Aber ich glaube, es war billiger. Und da war das quasi dann ab Turn 6, 7 oder so, hat der Rogue jede Runde Headcrack gespielt. Hieß, gegen dich komme ich ganz bestimmt nicht in Stimmung. Du ärgerst mich wieder nur. Damit, falsche Reihenfolge. Violet! Ach so. Also ich will mich ja nicht beschweren. Aber die Quote bisher ist wirklich daneben. Ein goldenes Demonfire. Ich glaube, auch das habe ich schon. Kommt keine Frauenstimme. Ja, ich glaube, es hat früher 2 Mana gekostet. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall haben es früher irgendwie alle Rogues gespielt. Da habe ich Rogue noch nicht gespielt. Oh. Ancient of Lore ist an sich ja cool. Ich meine, ich habe ihn 2-mal, aber... darüber beklage ich mich jetzt nicht. Noch eine epische. Golden Brawl! Okay, das ist eigentlich ganz sweet, auch wenn ich kein Warrior spiele. Obwohl ich mir den zweiten Brawl, glaube ich, letzte Woche bei BRM gecraftet habe, oder? Ich hatte nämlich nur einen. Aber vom Ding her cool. Ein goldener Leppergnome. Alright. Ich kann schon mal bitte nicht mehr leisten kann. So schlimm ist es gar nicht, weil ich habe ja die meisten Sachen für Control Worry. Das einzige, was ich habe. Okay, nein, das stimmt nicht. Ich habe halt keine Alexstrasza. So. Und ich habe keinen Baron Geddon. Aber Baron Geddon muss man nicht zwingend im Control Worry spielen. Ansonsten habe ich alles. Ja, nee, das trifft es eher, hieß. Ich kann kein Control Worry spielen. Weil ich noch nie Control Worry gespielt habe. Ja, bitte Leute. Hungry Crab Hype. Obwohl man sagen muss, ich glaube, ich kriege relativ viele epische Giant. Fast. Fast. Nicht die Antwort auf den Giant. Den Giant selbst hätte ich gerne. Perdition's Blade. Also wirklich.
Ich hab doch eine Legi, sollte doch noch drin sein, oder? Eine einzige? Komm, in 60 Packs nur eine wäre ein bisschen wenig, oder? Eine habe ich mir doch wohl noch verdient. Ein goldener Demolisher, das wollte ich schon immer mal haben. Wollte ich schon immer mal haben. Ja, das wär's. Aber ich glaube, Hies hat recht, dafür müsste ich an meiner Einstellung arbeiten. Doomhammer. Ich glaube, den Doomhammer habe ich tatsächlich nur einmal. Das ist ganz okay. Auf der anderen Seite, wer spielt zweimal Doomhammer? Fünfmal Kolben will aus. Das wär's noch, ey. Schüttel. Das mit dem Schillen ist auch nur ein Aberglaube, Kinder, ey. Fünfmal Golden Wisp. Oh, hi, Femi. Feel my mojo. Feel my mojo. Schön, dass du da bist. Rare. Ein Doomguard. Ja, es gibt dazu sogar ein Video, Dream of Anarchy. Das kann tatsächlich passieren, wenn man ein sehr, sehr glückliches Wesen ist. Nee, es gibt sogar ein Video. Markern, also das. Achso, 5 goldene. Ja, gut, das weiß ich nicht. In dem Video waren es einfach nur 5 Legis in einem Pack. Hey, leave me alone. Wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Kinder. Okay. Also ich hätte gerne Alexstrasza oder Ysera oder Jaraxxus. Am liebsten eigentlich Alexstrasza. Oder lieber Ysera? Ich weiß. Egal. Ich hasse Mill aus Mana Storm. Und ich habe ihn schon. Und ich habe ihn schon so oft in diesen fucking Packs gehabt. Alter, ich hatte Millhouse gefühlte 100 Mal schon in Packs, ja? Gefühlte 100 Mal. Hey Mattes, wann ich mal wieder Viewer-Games mache, wenn ich mal wieder Zeit darf. Aktuell ist meine Zeit halt so begrenzt, dass ich ja nur so circa einmal die Woche streame. Und ja, da ist es einfach zeitlich zu eng, um Viewer-Games zu machen aktuell. Grommash habe ich auch in golden und normal. Ich glaube, ich habe meinen normalen Grommash letztens entzaubert. Ach ja, Millhouse. Rare.
Ich habe auch Sneeze Shredder habe ich auch ungefähr 5-6 Mal irgendwie in Packs gehabt. Episch, episch, zwei okay, Leute. Zwei Molten Giants. Zwei Molten Giants. Zwei Molten Giants. Dammit. So, das letzte Pack. Es sind noch 15 Legends möglich. Nicht ganz ein Riese, ja. Okay, wir haben noch eine epische. Molten. Komm. Bitte, zumindest ein Molten. Ich glaube, ich habe Lay on Hands auch schon zweimal. Bestimmt. Einmal habe ich es auf jeden Fall. Es ist ja in meinem Deck drin. Mal sehen, wie viel Staub gibt es denn? 3625. Bye bye, Milhouse. Onyxia hatte ich tatsächlich noch nicht. Immerhin. Immerhin. Obwohl ich Onyxia nicht viel Einsatz für sehe. Wo bleibt mein Giveaway? So, dann wollen wir mal. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn Krip auf sein Knöpfchen drückt, wenn bei mir schon das kurz zuckelt. Ich weiß, dass ich sie mir davon craften kann. Ach ja. Da ist Onyxia die Schnipfe. Die. Nun ja, wir haben unsere zwei Multens. Wir sollen uns nicht beschweren. So, okay. Obwohl Dr. Balanced will ich vielleicht drin lassen, weiß ich gerade noch nicht genau. Also erstmal zwei Moltens rein. Dann. Twilight Drakes. Crafte dir jetzt, Alex. Nee, Kinder. Ich bin mir noch nicht sicher, welche Legendary ich mir hole. Ich warte damit noch. Vielleicht will ich auch lieber mir erstmal Jaraxxus besorgen. Freeze Mage spiele ich auch ohne Alex, fiel mein Mojo. Habe ich schon ein paar Mal getan. Es geht auch ohne Alex. Es ist schwerer, also es geht nicht im Constructed, aber es geht gegen die ganzen Bosse hier. Bei Blackrock Mountain kannst du auch ohne Alex Trasan einen Freeze Mage spielen, ohne Probleme. Ja, das Ding ist halt, Alex Trasan ist halt für Control Worry und Freeze Mage sehr, sehr gut. Und Cancer? Was soll das denn so heißen, Heath? Wo und wann spiele ich denn Cancer? Seriously. Seriously. So, I saw so rogue as Cancer. hey, Lackers am Baudi. Wie viel Geld habe ich jetzt inzwischen für das Spiel ausgegeben?
Also ich denke, jetzt haben wir nochmal 60 € ausgegeben. Ich vermute, dass ich schon über 200 € in der gesamten Zeit ausgegeben habe. Aber ich habe ja auch schon in der Beta angefangen zu spielen. Von daher eigentlich nicht sehr viel Geld. So, Shemmy wurde da noch rausgepatcht. Wollen wir überhaupt? Ja doch, die wollen wir behalten. Die wollen wir behalten. Behalten. Eigentlich sollte in das Deck auch noch Jaraxxus. Obwohl, ich habe eine andere Idee. Wir packen den KT rein. Ja, okay. Ja, Shami sieht man wirklich wenig. Shami, die ist die am wenigsten gespielte Klasse. Ja, es liegt auch nicht daran, dass Shami nicht gut ist. Ist halt einfach nicht so beliebt und auch wenn es inzwischen Möglichkeiten gibt. Ich denke, das braucht halt einfach noch ein bisschen Zeit, bis Shami mehr gespielt wird. Also es wird auf jeden Fall Shami mehr gespielt werden, da bin ich ziemlich sicher. Das können wir eigentlich sogar so behalten. Es kommt ein bisschen drauf an, wie er startet. Mit dem meisten Skill, genau. Ja, aber Shami ist stärker geworden mit den letzten Karten, die so gekommen sind. Ja, wir spielen das Greedy. Naja, ganz nach vorne, mal gucken. Das ist ein Problem. Oh, das ist ein richtiges Problem. Oh Gott. Wenn das geschickt anstellt, bin ich tot. Hat er Direct Damage? Oh, Misplay. What? Oh Gott, oh Gott, ich habe nicht nachgedacht. Oh Gott, das war ja schlecht. Hey, Cataldo! Schön, dass du reinschaust.
So, ich denke, wir nehmen Power Overwhelming raus. Und wir nehmen da. Hallo? Hallo? Warum darf ich in mein Warlock-Deck nicht mehr rein? Alter, will das Spiel mich veräppeln? Will das fucking Spiel mich veräppeln? Okay, ich starte es kurz neu. Hey, Plasma! Wunderschönen guten Abend, schön, dass du da bist. Find a seat if you can. Echt, ey, nur gemobbt werde ich heute, unglaublich. Ach so, okay. Power Overwhelming raus. Ich denke, wir packen zwei Ults rein. Vielleicht. Ja, verzichten wir auf die Voidcaller Action. Und packen Demon Heart rein für Mistress. Ah, wobei, halt, die Counterspells. Ich sollte einen Mana-Zauber drin behalten. Ja, eigentlich muss ja Raxus hier rein. Ja, ich nehme lieber einen zweiten Healbot anstatt Demon Heart. Das ist einfach mit dem Counterspell zu scheiße. Wir brauchen die Mortal Coils trotzdem, um Counterspell zu triggern für Hellfire und Shadowflame. Nee. Doch. Meloriac is not the sharpest poleaxe in the garrison. Oh, dann komme ich vielleicht auch noch in TS-Kati-Line. Ich bin ja, wollte ja heute auch nicht so lange machen. Ich bin heute Abend noch verabredet mit meiner Ligamannschaft. Auf einen Drink. Ja, vielleicht ihn auch wegschmeißen sollen. Eine Rubian Egg ist ganz gut. Erdbeerquark ist einfach so Porno. Oh mein Gott. RIP. Ah.
Also kann man bei diesem Start gewinnen? Eigentlich muss ich tappen, um genug Karten zu haben. 19, nehme ich auf 10. Pff, wenn ich Molten Giant und Sunfury ziehe. Ja, der Lieblingsturn 1. Alter Schwede. Das war nichts mit Molten, sorry. Turn 1 und 2? Wow, das ist sick. Das ist der fünfte Flügel, Boss 2, Maloriak. Gul'dan versus Maloriak. There can be no disruptions. Your soul shall be mine. Ich will am Anfang eigentlich lieber eine Sunfury als ein Defender. Der ist halt heute genau draußen. Einen wunderschönen guten Abend, dir Nullte. Ich bräuchte eine Sunfury, ey. Ah, ich bin vermutlich tot. Ja, ich habe nichts Defender-mäßiges. Ich denke, wir müssen ein bisschen mehr Early Game reinpacken. Vielleicht scheißen wir einfach darauf, dass er Counterspell hat.
Wir nehmen die Mountain Giants raus. Und packen Power Overwhelming wieder rein. Und die Imp Gang Bosses ersetzen wir durch Void Terror. Dein Schocker-Dien? Ist das Akropaladin oder was? Das Problem ist, wenn wir nur zwei Moses haben, ist natürlich, er spielt mit Sheep. Trotzdem habe ich das Gefühl, es ist zu clunky. Your soul shall be mine. Oh, mustn't keep the master waiting. Mustn't fail again. Maloriac, try not to lose. To this mortal. My failings will be your downfall. Ah, okay, alles klar, Heath. Oh mein Gott. Die Scheiße wieder. I can ease your pain. Nope, I'm dead. Ich meine, was könnte ich ziehen? Einen Molten mit Sunfury. Nope. Echt, Heath? Ja, also ich kenne auf jeden Fall Piraten-Paladin. Ja, Morkan, ich glaube auch. Da kann man schlecht gegen ankommen. Gul'dan versus Maloria. There can be no disruptions. Your soul shall be mine. Jetzt soll ich auch die Twilight Drakes rausnehmen.
Mit mehr Early Game habe ich einfach nicht so viele Karten auf der Hand. Maloriac, try not to lose to this mortal. Will be your downfall. In Turn 2 ist es immer noch relativ ätzend. Alter. Ja, die Twilight Drakes fliegen raus. Wenn ich's Early Gamiger mache, ist da kein Platz für Twilight Drakes. Gul'dan versus Maloria. There can be no disruptions. Your soul shall be mine. Weiß auch nicht, Emperor Saracen könnte vermutlich jetzt auch raus. Maloria, try not to lose to this mortal. Ich will meine Mistress gerade noch nicht rausspielen. Könnte mich zwar was kosten, aber ja. Man braucht einfach einen guten Draw. Es ist einfach klar, du brauchst gegen diesen Gegner einen guten Draw, um es zu packen. Alter. Ich hoffe, er hat nur zwei Polymorphs im Deck, ist aber ziemlich egal. Pretty. I got this. I can ease your pain. Jetzt bloß hoffen, dass er sie stehen lässt. Okay, jetzt natürlich eine Implosion abbekommen.
könnte ein Counterspell sein. Wir wollen nicht in Counterspell reinrennen. I got this. Wenn es ein Duplicate ist. Fuck, es ist ein Counterspell. Also ich meine, eigentlich ist es gut, weil wir wollen nicht unsere Shadow Flame in Counterspell einspielen. Damn it. That's ugly. Oh my god. Ja, wir sind ziemlich tot. Scheiß Counterspell. Habe ich die Ul noch drin? Ich glaube ja, eine habe ich noch drin, oder? Hm. Gul'dan versus Maloriac. There can be no disruptions. Your soul shall be mine. Okay, Emperor Thurston. Er ist nicht schlecht, aber eigentlich in diesem Deck nicht mehr so sinnig. And keep the master waiting. Meloria, try not to lose to this mortal. My failings will be your downfall. Ah ne, ich habe keine Ul mehr drin. Emperor Thurston kommt raus. Der Ul kommt rein. Ich glaube, zwei Voidcaller sind für das, was wir hier haben, zu viel. Ich glaube, ich möchte nochmal die KT-Schiene mit einbeziehen. Wenn man Kel'Thuzad wieder hat, dann will man eigentlich wieder Emperor Thurston haben. Oder... Nee, zu langsam. Keine Ahnung, was Morgan damit meinte, Heath. There can be no disruptions. Your soul shall be mine.
Wir behalten den Molten direkt. Oha, Doppelmolten. Mustn't keep the master waiting. Meloria, try not to lose to this mortal. I'll show them. I'll show them all. Okay, er hat einen Counterspell draußen. Genau, oh. Lucky me. Hittet auch noch für 4 der Arsch. Der hat einen Counterspell draußen. Oh, er tradet. Damn it! Need some fucking taunt. Genau den wollte ich nicht. Es ist ein Counterspell, aber wir können. Oh no. Misplay. Misplay. Wollte doch den. Jetzt beämmt er mich auch noch. Shall be mine.
Hat das Gefühl, wir sollten die Shadow Flame auf der Hand halten. Sobald er seinen Counterspell raus hat, ist Shadow Flame irgendwie auch eh gebannt, aber wenn wir es vorher schaffen, Shadow Flame zu spielen und somit das Board zu übernehmen, ist das eigentlich unsere Chance. Meloriac, try not to lose to this mortal. As you command. Was? Er tut nichts? Wow. Wir haben leider auch nichts. Sustenance. Nicht für vier. Wehe. Okay. 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 Hey, Gogo, wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Okay, es wird wahrscheinlich ein Counterspell sein. Wir müssen halt Power Overwhelming nutzen, um Shadow Flame spielen zu können. Huch! Ist es ein Duplicate? Wenn er jetzt ein Counterspell spielt, ey. Okay. Wir brauchen trotzdem etwas, das wir Shadow Flame können. Wir haben nichts, was wir Shadow Flame können. What the fuck? Auch Demonheart hier drauf, sind wir immer noch tot. Den Spieler, der 3. Trade. So. Egal wie, wir sind tot. Wir können auch beim Tappen nichts finden, was wir Shadowflame können, oder? Ja, das Mana reicht halt nicht. Damn it! Hey, NL Darwin! Wunderschönen guten Abend und hey, Shin Yodama! Schön, dass ihr da seid. Ich denke, die Ancient Watcher müssen wieder rein. Brauchen was Billiges zum Shadow Flame.
fuck off, Katie. So weit müssen wir erstmal kommen. Nee, warte. Muss doch ganz am Anfang sein, oder? Da. Your soul shall be mine. Na, behalten wir so. Oh, mustn't keep the master waiting. Mustn't fail again. Maloriac, try not to lose to this mortal. Wow, tut nichts. Können halt jetzt eine. Okay. Ich dachte gerade an Implosion, aber ist ja erst bei 3 Mana. So, jetzt haben wir natürlich keine Shadowflame, aber es wäre auch jetzt hier noch zu früh. Oh mein Gott. This game is so much fun. Brauchen AOE. Thank you. Er ist ein Counterspell. Ich glaube, ein Duplicate hätte direkt getriggert, oder? Wow, er polymorpht mein 1-1. What the fuck? Wenn wir einen Void Terror hätten, ey. Ja. Das war eigentlich ein Missplay. Ich dachte, ich trade, aber ich soll die zweite Power Overwhelming sparen für einen zweiten Counterspell. Das Problem ist halt, wir könnten. Es könnte ein Faceless kommen. Oh, er traded. Oh, fuck.
Okay, wir haben einen zweiten Counter-Spell. Dark Faceless. Es ist womöglich zu früh für Mal'Ganis. My shield for Argon. Tagesanzeiger, wunderschönen guten Abend, schön, dass du da bist. Also er hat einen Counterspell draußen. Ja, was haben wir? Oh, warte mal. 11, 12. Into the breach. For Blackwing. So, Maloriak down, finally. Ja, ich glaube, der Key dazu zu gewinnen ist, dass er nicht diese drei Viecher mit Ansturm spielt. Und dass der Counterspell einem nicht zur falschen Zeit in den Weg kommt. Danke, danke. So.